Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute wieder Dachstudio Schweiz und diesmal habe ich euch einen Leuchtturm mitgebracht. Ja, Moldking sagt Medieval, also Mittelalter, ich sag Fantasy, wobei das eine das andere ja nicht ausschließt. Ein wirklich interessantes Design. Hier ist die schöne Box aus ihrer Novatown-Serie, das heißt, es ist Licht dabei. Brickspert-Logo ist dabei, die Unterschrift ist dabei von dem Designer. Ihr wisst, Brickspert heißt an und für sich, dass hier Designer und Moldking zusammenarbeiten. Es stimmt nicht immer, aber ich denke, hier wird das schon stimmen. Die Setnummer ist die 16055, ab 14 Jahren geeignet. Auf jeden Fall, man kann es vielleicht auch ab 12 zusammenstecken. Es ist ein bisschen ja, wackelig und filigran zu bauen. Nachher hält das aber wunderbar, da kommen wir dann im Review dazu. 2199 Teile plus sind hier enthalten und natürlich das Luxury Light Kit. Sie sagen hier free, naja gut, man hat es ja bezahlt. Rückseite, ein paar Impressionen und hier haben wir noch die Maße auf der Seite, aber ich werde es natürlich nachher nachmessen. Was gibt es hier noch Schönes auf dem Karton? Sonst weiter nichts. Der Originalname, die Number, Moldking macht immer eine Number aus ihren Sets, Mid-Age World Central Lighthouse. Jawohl, wunderbar. Die Box ist wieder bis zum Rand gefüllt, das ist tipptopp, das gefällt mir wirklich sehr gut. Kosten du das Ganze 94 Franken bei Brick and Bricks, Onlinehandel meiner Wahl, wenn es in der Schweiz hier um Glemmbausteine geht. Und Markus hat es uns auch fürs Review zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Yo, das war's zur Vorstellung. Jetzt kommt bei mir wie immer eine kleine Slideshow mit ein paar Aufbaubildern und dann ein paar Fotos von diesem ja, schönen Turm. Und dann komme ich zurück zur Anleitung und Review. Bis gleich. Die Anleitung von diesem Lighthouse-Leuchtturm, das ist ein ordentliches ja, Buch.
eine typische Mold King Anleitung, wie man sie kennt und liebt. Alle Informationen drauf. Wenn wir es aufmachen, haben wir hier nochmal die Erklärung, was Brickspert bedeutet. Dann haben wir hier ganze 6 Bauabschnitte und hier nochmal die Seitenzahl der verschiedenen Bauabschnitte. Und dann machen wir hier auf und dann geht es ja auch gleich los. Ihr kennt es bei Mold King. Die Farben bleiben, nicht allzu viele Teile zu verbauen und wir haben rote Pfeile, die uns den Klemmbauweg weisen. Und auch die Anzahl der Noppen ist hier mit angegeben. Ja, das baut sich wunderbar. Da gibt es gar nichts zu jammern oder zu motzen. Zum Teil wirklich wenig Teile zu verbauen, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ist zwar sehr wiederholend, aber dafür, hatte ich ja schon mal angetönt, kann man sich auch leicht verbauen, weil es hat doch kleine Unterschiede im Aufbau. Gut, ein ordentliches Buch, da gehen wir gleich durch. Da gibt es, wie gesagt, keine Probleme. Auch hier die Technikteile, die dabei sind, sind hier nochmal angegeben in Originalgröße. Gehen wir doch bis zum Schluss. Dann wird hier noch das Licht empfohlen. Man kann sogar die Batteriebox hier aufnoppen. Sieht man das überhaupt? Das spiegelt ein bisschen, dieses Hochglanzpapier. Ist sehr schön. Und dann kommen wir am Schluss auf 333 Bauabschnitte. Sehr schön. Teilliste gibt es hier leider nicht. Das hatten wir bei Mold King ja auch schon mal. Und hier wieder der Satz, wie bei dem Transparent Glass Tower, den ich da hatte, dass das Produkt mit einem Lightkit kommt und dass es up to us ist. Also wir können selber entscheiden, wie wir das einbauen wollen, nach unserer persönlichen Präferenz. Da müssen Sie das nicht groß angeben, aber das ist ja nur ein bisschen halbbatzig, sag ich mal, wie das anzubringen ist. Ihr könnt selber entscheiden, aber da ist natürlich Funhole das Maß aller Dinge, was Licht in Klemmbausteinsets angeht. Gut, das zur Anleitung. Hier ist es übrigens das Luxury Light Kit, also einfach wieder so ein Draht mit LEDs drin und die Verbindung zur Batteriebox, die habe ich jetzt verbaut, die zeige ich euch nachher. Dann haben wir hier auch Aufkleber dabei. Ich habe mal eine angebracht, um die Qualität zu testen, die ist eigentlich wunderbar. Und hier wieder, also ich verstehe es nicht ganz, mir fällt die Gringott Bank von Lego ein. Hier ist natürlich ein Cut und hier ist ein Cut. Da müsst ihr das T genau übereinander legen, dass das schön zusammenpasst. Aber wer will seinen Leuchtturm schon Vintage Tower nennen? Und hier noch so ein paar helle Sterne für eure Fliesen. Muss nicht. Kann, muss nicht. Ein paar Teile übrig. Hält sich auch in Grenzen. Sogar hier eine 1x6er in Weiß. Tippitoppi. Gut, schauen wir uns doch den Leuchtturm mal genauer an. Der Number Mid-Age World Central Lighthouse Tower von Mold King. Hier ist das gute Stück. Schon was verrutscht. Ist auch eine Schwachstelle, da kommen wir gleich dazu. Ja, sieht doch erstmal imposant aus. Sandy ist hier auch schon am Start. Farblich absolut top abgestimmt in diesem Light Blue, dem Weiß. Und auch ihr Gesicht passt farblich einwandfrei zu diesem Schmuckstück. Und wenn wir den Blick hier mal nach oben schweifen lassen, dann kommt uns das Ganze hier doch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ja genau, ist ein bisschen wie im Sauron sein Turm, wa? Hat natürlich hier anstatt dem Auge ein Kristall, der hier mit dem Drahtgeflecht ummantelt ist, weil ich habe den natürlich beleuchtet, das zeige ich euch gleich. Jo, fangen wir von vorne an. Der Aufbau ist sehr wiederholend, das ist klar. Das ist bei Türmen oft so. Das heißt, ihr baut hier ganz oft das Gleiche, aber die Zusammensetzung ist wirklich lustig gemacht. Also ich meine, wie ihr es nachher zusammenbaut, diese Module, das war echt eine oder ist eine abgefahrene Bautechnik. Dann kommen wir gerade zu den Baulösungen. Was mir sehr gut gefällt, er hat hier, ich nenne es mal diese kleinen Bratpfannen, die hier mit diesen 1x1er Modified Brick mit Aufnahme
eingesteckt werden und dann aufgenoppt. Deswegen ist es so ein kleiner Zwischenspalt. Das ist schon mal eine abgefahrene Baulösung, um hier die Rundung darzustellen. Und weiter oben ist es auch abgefahren gelöst. Da habt ihr C-Clamps, die hier auf diesen einer mal einer Modified angeklickt werden von innen. Bisschen fummelig zu bauen, aber mal keine Hinges für den Turm. Finde ich eine wirklich super Baulösung. Sehr repetitiv, das ist ganz klar. Ihr baut nach oben, ihr baut nach oben, ihr baut filigran. Hier ist es zum Teil ein bisschen wackelig und sobald dann hier aber diese Base drauf sitzt, ist es absolut stabil. Ihr könnt das Ding auch auseinandernehmen. Ihr habt eine Seite zum Abnehmen, zeige ich euch gleich. Deswegen wäre eigentlich auch bespielbar oder ist bespielbar, aber drin ist halt leider nichts los. Das seht ihr dann, wenn ich es aufklappe. Keine Treppe, keine Einrichtung bzw. ein kleiner Altar ist vorhanden. Ja, die Bauzeit, ich sag mal 4, 4,5 Stunden sind diese 6 Bauabschnitte, weil es wirklich sehr kleinteilig ist und friemelig. Und wie bei der Anleitung glaube ich schon gesagt, ich neige dazu, wenn es allzu wiederholend ist, mich dann eher noch zu verbauen. Und es gibt hier kleine Details und kleine Unterschiede. Da muss man drauf achten, damit man auch den Eingang richtig setzt. Hier oben ist zum Beispiel das Fenster, das ist da auf der anderen Seite nicht. Ja, ich meine, wenn man der Bauanleitung folgt. Aber ja, macht eigentlich Spaß. Und ich finde echt, hat einen abgefahrenen Look. Die Steinequalität ist auch einwandfrei. Das ist Go Bricks. Sehr schönes Weiß, sehr schönes Dark Blush und Light Blush Grey. Das Pearl Gold hier, das ist alles tipptopp. Hier haben wir aber noch so Technikteile drin verbaut. Finde ich noch lustig, um hier dieses gotische Aussehen hier zu verleihen. Hier ist ein bisschen schade, dass jeweils der untere Abschluss fehlt. Und ihr seht es hier, die halten leider nicht allzu gut. Die rutschen gerne mal runter. Das ist da gleich wieder runtergerutscht. Ein bisschen seltsam. Es sind auch keine roten Pins, ihr seht es. Also Kreuzpins, es sind schwarze. Das ist ja schon mal cool. Dann leuchtet es hier nicht so raus. Und was mir auch gut gefällt, ist hier natürlich das Rot nach oben. Und dann wird es dann wirklich eher düster mit diesem dunklen schwarzen Kristall. Halter hier on the top und diese ja drakonisch anmutenden Zinnen, wirkt doch alles dann ein bisschen böse. Klemmkraft einwandfrei, Go-Bricks, Farben einwandfrei, Teile zu viel, das hatte ich gezeigt, ein paar Teile waren übrig. Und das Aussehen vom Modell, das ja ist wirklich wieder was für, wie sagt man, das Auge, haha. Sauber ins Auge des Betrachters. Unten ist er verspielt, er ist natürlich weiß-grau, das ist ein eher freundlicher Mix, sag ich mal. Natürlich auch ein bisschen mystisch. Wir haben vielleicht auch den üblich asiatischen Stilmix hier oben. Ein Löwenkopf und hier diese Lanzen, die da am Eingang stehen. Das ist alles ein bisschen, ja, ich sag mal so, chinesische Dynastie-like. Und Mid-Age hat es irgendwie aber auch was. Vielleicht auch einfach nur durch diese Fliesen, die man hier noch bekleben könnte mit dieser Sonne, wenn ihr denn wolltet. Und jo, mir gefällt der irgendwie, vor allem der Abschluss oben. Das ist schon irgendwie cool gemacht. Da habe ich auch einen Aufkleber angebracht, der ja, klebt einwandfrei, wie man es kennt, hat eine gute Dicke. Wir haben hier das Light Kit. Ja, hier ist ein Strip. Ich habe ein Strip verbaut. Es sind also zwei dabei von diesen Drähten, die ja damit zu dem Konnektor zusammenhängt und an die Batterie, beziehungsweise ja doch, ist eine Batteriebox anschließt. Die ist hier drin versteckt. Irgendwie gefällt mir das Teil, muss ich echt sagen. Hier oben ist auch noch lustig zu erwähnen, das sind Motorblöcke, die hier oben drauf sind. Ich finde es immer lustig, wenn Teile verbaut werden, die ja sonst eine andere Funktion haben. Ich nehme es jetzt mal auseinander und dann mache ich das Licht noch an. Hier ist der Spalt, dann kann man es hier auseinanderziehen. Ich muss hier mal ein bisschen vor, weil es ist doch weit weg, weil es doch eine gewisse Größe hat. Und jetzt seht ihr hier die zwei Pins. Jetzt nehme ich das mal hier rüber. Hier ist Licht verbaut. So, tipptopp. Also es ist drin nichts los. Ich kann es ja mal noch ein bisschen ranholen. Dann seht ihr hier die Batteriebox, nehme ich die mal raus, mit dem Konnektor verbunden. Und hier ist der Eingang, ihr seht Sandy von hinten. Und die Bautechnik, die ich gemeint habe hier mit diesen C-Clamps, werden dann die einzelnen Elemente zusammengefügt. Ist wirklich nett gemacht, aber keine Treppe, nichts.
Und was mir auch gut gefällt, ist, dass der hier einfach abgeht und dieser obere Stock nicht geteilt ist, sondern drauf bleibt und dem Ganzen halt eine unglaubliche Stabilität verleiht. Also wirklich absolut. Gehen wir hier mal noch zu dem anderen Teil, der, ja, ich sag mal, baugleich ist. Hier ist so ein kleiner Altar, auch gefliest, ist doch nett, immerhin. Bisschen Einrichtung, oben noch so ein kleiner Goldbar drauf. Und auch hier diese Bautechnik ist, hat mir schon Spaß gemacht, fand ich schon mal abgefahren. Coole Sache, hat er sich was überlegt, der Designer hier. Mehr ist hier nicht drin, ne? Oben ist massiv gebaut, deswegen ist auch dieses Fenster hier vorne eigentlich nutzlos, ist zugebaut von hinten. Und jetzt tue ich oben mal den Kristall leuchten lassen. Man könnte natürlich die Diode auch durchs Gebäude ziehen. Ich habe die jetzt mal nur da oben drum gewickelt, weil durch dieses extreme Spaltmaß hier, ja, ist auch ein lustiges Bild. Aber ich fand es irgendwie spannender, wenn nur der Kristall leuchtet. Deswegen setze ich es mal zusammen, mache das Licht an und dann mache ich hier das Studiolicht aus. So. Bisschen fummelig ist es hier auf dem Teller. Jo, das passiert mal. Das ist auf einer Noppe. Hier hinten noch zu. Ja, muss schon gucken, wo man es anfasst. So. Geh doch. Eingang nach vorne. Und dann kann man den Kristall hier noch ein bisschen ausrichten. Der sitzt halt einfach ein bisschen wackelig, nur auf einer Noppe. Und das Drahtgeflecht zieht den auch noch ein bisschen rüber. Und dann switch the lights off. 12 Uhr Mitternacht. So, jetzt noch ein bisschen nach hinten schieben. Macht doch schon was her, oder? Es ist halt wieder so, dass die Kamera das natürlich extrem hell darstellt. Das ist sonst ein bisschen im Dimmerlicht. Natürlich wieder ein bunter Stilmix, muss jeder selber entscheiden, ob einem sowas gefällt. Ich finde es irgendwie ein absolut cooles Objekt. Sandy gefällt es auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und bleibt mir stabil, bleibt mir gesund. Gregor aus der Schweiz ist raus. Ciao zusammen.